Mit dieser Filmreihe möchten wir Möglichkeiten eröffnen, Wetzlar mit anderen Augen zu sehen. HessenCam hat dazu Frauen und Männer interviewt, die ihre Kindheit und Jugend während der Nazizeit erlebten. Wir haben in Wetzlar das Glück, dass der Luftkrieg weniger als andernorts von dem alten Stadtbild zerstörte, dass ganze Straßenzüge sehr schnell wiedererkennbar sind, so wie sie damals aussahen. Gepaart mit den Geschichten unserer Zeitzeugen aus deren Kindheit und Jugend, worüber sie lachten, was sie liebten, wo sie zur Schule gingen, aber auch über Tod, Krieg und über die Verbrechen der Nazis. Potpourris, die uns begreifen lassen können, wie wertvoll unsere Freiheiten und unsere Demokratie von heute sind. Was es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sehen und hören Sie selbst. Mein Name ist Erna Schulz. Ich bin geborene Mulch. Mein Vater war von Nauenheim. Und wohnhaft bin ich in Erda. So, und bin 95 Jahre geworden im Juli, am 20. Juli. Wie kann man sich Wetzlar damals vorstellen? Ach so, wie ich Wetzlar damals vorgestellt habe. Och, da war es noch ganz anders. Ja, natürlich war ein großes, anderes Bild wie heute, gell? Ist ja viel Neues gemacht worden in der Zeit, wo Krieg war. Und da habe ich alles erlebt, ja. Und habe in Wetzlar schneiden gelernt hier, 1940 im Winter. Wo ich aus der Schule entlassen war, bin ich gleich hierher in die Lehre gegangen. So. Und musste aber zu Hause immer helfen, die Landwirtschaft machen, wenn Zeit war, also wenn alles nötig war, dass ich gebraucht wurde. So, und so, meine Kindheit war sonst ganz gut, waren schöne Jahre. Wie groß war Wetzlar damals? Wie Wetzlar groß war, das weiß ich nicht genau, aber den Erden kenne ich ja besser, weil ich da gewohnt habe. In Wetzlar habe ich ja nicht gewohnt. Deshalb weiß ich nicht so, wie groß das Wetzlar damals war, wie viele Einwohner. Aber wir hatten damals schon um 1000 so viel und ein paar hundert, 600 vielleicht, hatten wir schon, wie ich jung war noch als Kind. Dann ist das immer noch gewachsen nachher. Ich bin sehr oft in die Stadt gekommen, weil ich ja, wenn ich Ferien hatte, auch in Nauenheim bei meinen Großeltern mal war, ja. Und da bin ich auch in die Stadt gekommen hier. Zu Fuß sind wir hierher gelaufen, gell? Das ist ja klar, war ja nicht so weit. Welche Orte haben Sie in Wetzlar kennengelernt? In Wetzlar habe ich die Langgasse kennengelernt und Karlsmund und oben noch, ich mache jetzt Hochsprünge, gell? Der Säuturm, da habe ich kennengelernt und nach Leitz zu habe ich alles kennengelernt, noch, wie ich noch jünger war. Aber dann nach den Bombenangriffen, da war da schon wieder allerhand kaputt und da konnte ich da nicht mehr so viel feststellen von das. Da kann ich jetzt nicht viel erzählen. Vom Bahnhof aus war das schon mal, ging eine Treppe hoch, oben auf die Brücke. Und die Bahnhofsapotheke war vor der Brücke, unten konnte man rechts da reingucken. Die steht heute noch, die Bahnhofsapotheke, das Haus ist noch da. So, und dann links ab, rechts ab bin ich ja dann nach Niedergirmes und dann über nach Nauenheim. Okay. Das war mein einziger früher, weil ich noch jung war. Nachher, wo ich älter war und nähen gelernt habe hier, da habe ich auch in andere Straßen kennengelernt, gell. Welche Schönheitsmomente gab es in Ihrer Kindheit? Erstmal die Schule. Na, und dann, dann war ich bei Pfarrer im Haushalt tätig, habe ich geholfen noch, unserem Pfarrer. Und da war ich viele Jahre bei denen. Immer wieder mal wurde ich geholt, wenn ich gebraucht wurde zur Arbeit da. Aber ich musste auch zu Hause dann helfen. Und geschneidert habe ich auch zwischendurch. So, und was habe ich noch, viele schöne Momente. Jetzt wurde ich bald 18-jährig, 19-jährig. Und als Kind? Als Kind habe ich sehr schöne Momente gehabt. Da gab es mal Filme. Da kam mal der Eisenkönig, der kam nach Erda, der hat zwei Pferde gehalten an
und konnte sie halten. Zwei große, starke Pferde. Eisenkönig hieß der. Und er hat auch einen Wagen über sich fahren lassen. Er lag auf spitze Stahl lag er nackend drauf, ja. Und dann wurde, das waren auch schöne Momente, die ich da, abends waren die Vorführungen da. Und dann kam dann noch mein Schulkamerad, der hat dann noch Vorführungen gemacht von Filmen in Erda, in einer Gastwirtschaft, einen großen Saal. Das war auch schön. Gibt es auch noch traurige Momente? Ja, traurige Momente gab es ja. Da starb meine Großmutter nachher. Und mein Großvater später noch, der hat uns noch geholfen umbauen. In 1936 haben mein Vater und wir ein Haus neu umgebaut. Das, unten da stand alles auf Stütze und oben das, also oben war noch, oben das Fachwerk war noch da. Unten wurde unterfangen und neu gebaut, auch auf neue Art. Ein Balkon. Hat auch Badezimmer einrichten lassen, war primitiv, aber es war ein Badezimmer. Und das konnte man, man konnte sich drin baden. Das Wasser lief rein, nur das heiße Wasser musste man zugießen, damit es ein bisschen wärmer wurde. So, das war, naja, und wie gesagt, und dann im Winter sind wir Schlitten gefahren. Ich hatte ein paar Schlittschuhe gekriegt für 50 Pfennig von einem Althändler. Und da konnte ich Schlittschuh laufen lernen. Das habe ich auch gemacht und sehr gerne sogar, noch bis ins Alter und habe meiner Tochter das auch noch beigebracht nachher. Wo sind Sie Schlitten gefahren? Schlitten gefahren? Bei uns im Feld, da waren schon ein bisschen Hügel und dann war es schön steil runter, sind wir bis über den Weg unten und dann war ein Bach da, bis von Bach, da sind wir hin. So weit sind wir runtergefahren, war sehr schön. Ja. Das war hübsch. Ein schönes Erlebnis habe ich noch davon. Ich sollte nach Hause kommen, was austragen von Dreiturm und habe mich darauf gefreut und Schnee war da. Ich gucke noch vor mich hin und komme auf einen Hasen, der springt hoch und ich falle um. Das war auch noch ein tolles Erlebnis. So, und weiß ich jetzt nicht mehr weiter. Gibt es besondere Orte an Wetzlar, die an damals denken? Ich sag ja, Leitzberg, das Leitzberg war vorne noch über die erste Brücke. Da kam rechts das Leitzberg, was heute da, wie heißt, Hauser Tor ist, ja. Hauser Tor ist das heute. Und da bin ich auch operiert worden an der Nase, aber das war viel später so. Und mit meiner Mutter war ich mit meinem Bruder zusammen unten auf dem Schillerplatz, wo das Jerusalemhaus ist. Da haben wir waren wir drin, wo sich der Jerusalem erschossen hat, wegen der damaligen Liebschaft, die er da hatte von der Lotte, glaube ich, gell? Lotte, die war doch verlobt schon mit einem anderen Mann. Und da hat doch der Jerusalem da sein Leben jetzt Ende gesetzt. So. Und dann war ich mit meiner Mutter, ja, die war auch mal früher hier in Stellung gewesen, hat uns einiges gezeigt von Wetzlar.